1945 der atomare Pilz über der Stadt von Hiroshima erschien, wenig später über Nagasaki, hätte sich wohl niemand träumen lassen, dass dies irgendetwas mit der Geschichte des Computers zu tun haben könnte. Geschweige denn, dass das Wort Computer überhaupt eine Bedeutung gehabt hätte, waren doch viele Menschen eher geneigt, wie in Bletchley Park, darin unterbezahlte weibliche Arbeitskräfte zu sehen. Trotzdem gibt es diesen Zusammenhang, und weil dieser Zusammenhang letztlich unterbelichtet ist, wollen wir uns in diesem Kapitel dieser Geschichte widmen, die mit einem Namen verknüpft ist, dem Namen jenes Mannes, der als wissenschaftlicher Koordinator für das Manhattan Project zuständig war, Vannevar Bush. Haben wir diesen Namen eigentlich schon mal gehört? Ja, mittelbar im Kapitel über die Boolsche Formel, wo die Rede war von einem jungen Mann, der von seinem Boss Vannevar Bush beauftragt war, seinen elektromagnetischen Computer zu warten, den sein Boss Vannevar Bush nach dem Modell von Babbage's analytischer Engine gebaut hatte. Diese Maschine bereitete eine Reihe von Problemen, und die hatten allesamt mit der Bauweise zu tun, die das Babbage'sche Problem wiederholte, nämlich dass die Dezimalordnung zu einer gigantisch komplexen Architektur führte. Und Shannon dachte darüber nach, ob es nicht sehr viel angemessener gewesen wäre, die Schaltkreise nach der Logik der Boolschen Algebra zu bauen, also binäre Schaltkreise. Hier kommen wir abermals zu einem Zusammenhang zwischen der Formel und der Atombombe, den ich bislang in eher metaphorischer Form angesprochen habe, wenn ich beispielsweise davon gesprochen habe, dass die Boolsche Formel so etwas wie eine Proliferationsdrohung, wie eine nukleare Proliferationsdrohung darstellt. Und tatsächlich haben wir auf einem kleinen Partikel organisiert, eine Kraft, die gigantisch ist. Ähnlich wie bei der Atombombe, wo eine finite Zahl von Atomen dazu führt, dass quasi eine unbegrenzte, zerstörerische Kraft entfesselt wird. Man könnte, wie viele Leute, die Geschichte des Computers ohnehin mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung bringen, der Meinung anhängen, dass der Krieg ohnehin der Vater aller Dinge ist, wie Heraklit gesagt hat. Aber das würde die Geschichte etwas primitiver erscheinen lassen, als sie denn ist. Wir müssen uns vielmehr die Frage stellen, wie aus dem rastlosen Erfinder Vannevar Bush, der sich für Maschinen vom Schlage Babbage's analytischer Maschine begeisterte, der Zar des amerikanischen militärischen Komplexes werden konnte. Der General der Physik, wie die New York Times titulierte. Oder wie man auch vielleicht annehmen könnte, ein Mann, der wie Dr. Strangelove im Manhattan Project lernte, die Bombe zu lieben. Wenn wir heute mit größter Selbstverständlichkeit vom militärisch-industriellen Komplex sprechen und wenn es dabei als Matrix das Manhattan Project vor Augen steht, wo da 150.000 Menschen in New Mexico gemeinsam arbeiteten, weit mehr als 20.000 Wissenschaftler, so wäre eine solche Vorstellung, also die Liaison von Wissenschaft, Militär und Industrie im Vorkriegsamerika vollkommen undenkbar erschien. Da gab es das Militär und da gab es die Industrie und die Wissenschaft und all diese Institutionen hatten vergleichsweise wenig miteinander zu tun. Dass die Amerikaner innerhalb von wenigen Jahren gleichsam zu einer militärischen Supermacht aufsteigen würden, war also keineswegs ausgemacht. Und es zeigte sich schon bei ihrem Eintritt in den Krieg, dass sie im Vergleich zu den Nazis
weit, weit zurücklagen. Also in den ersten Monaten verloren sie fast ihre gesamte U-Boot-Flotte, weil die Kriegstechnik der Deutschen sehr viel avancierter war. Vannevar Bush hatte dies im Jahr 1939 bereits vor Augen, als er zum Präsidenten der Carnegie Institution in Washington gewählt wurde und plötzlich seinen Platz vom Dekan des Ingenieurwissenschaftlichen Departments am MIT wechselte und in die Politik ging, in das Haifischbecken der Politik. Was ein ziemliches Feindesgebiet für ihn war, zumal er sein Heimatort Boston eigentlich sein Leben lang nicht verlassen hatte. Gleichwohl gelang es ihm in relativ kurzer Zeit, in medias res gehend, eine schlagkräftige Einheit aufzubauen. Er hielt sich nicht mit Petitessen oder Kleinigkeiten auf, sondern ging direkt auf die Sache zu. Und so besorgte er sich vom Onkel des Präsidenten, Franklin Delano, einen Termin beim Präsidenten selbst, bei Roosevelt, und erklärte ihm, dass um die Rückständigkeit, die militärische Rückständigkeit den Nazis gegenüber aufzuholen, so etwas wie militärische Forschung vonnöten sei. Roosevelt hörte sich die Geschichte an, 10 Minuten lang, fand es plausibel, kritzelte ein Okay, FDR, auf eine Serviette und damit war das Office of Research and Development geboren, dessen Präsident, dessen Vorsitzender Vannevar Bush wurde. Eigentlich eine Ein-Mann-Armee. Dass diese Ein-Mann-Armee gleichwohl eine solche unendliche Bedeutung gewinnen sollte, hatte damit zu tun, dass Vannevar Bush beste Kontakte in die Industrie unterhielt, etwa zu AT&T, zu Bell Labs, auch aufgrund seiner eigenen unternehmerischen Vergangenheit als Ingenieur. Und so gelang es ihm tatsächlich, Forschungsverbünde herzustellen, die sehr bald schon den Militärs demonstrierten, welch eminente Bedeutung die Wissenschaft in der Kriegsführung haben würde. Wenige Monate nachdem die amerikanische U-Boot-Flotte dezimiert worden war, beispielsweise hatten es die Forschungsteams, die von Bush koordiniert wurden, geschafft, die Radartechnologie so weit zu verbessern, dass man mit den Deutschen mithalten konnte. Und das demonstrierte schlagkräftig. Wissenschaft war eine Kriegsmacht. Weil die Projekte, die Vannevar Bush koordinierte, so überaus erfolgreich waren. So erfolgreich, dass man nun endlich der deutschen Wunderwaffe V1 etwas Vergleichbares entgegensetzen konnte, war es kein Wunder, dass man ihn zum wissenschaftlichen Koordinator des Manhattan Projects machte. Auf militärischer Seite und in einem logistischen Sinne war Leslie Groves verantwortlich, auf der wissenschaftlichen Seite Vannevar Bush. Das Manhattan Project resultierte eigentlich aus einer deutschen Entdeckung. Otto Hahn 1938 und Fritz Straßmann hatten 1938 die Kernspaltung entdeckt. Und sehr bald machten Gerüchte die Runde, dass die Nazis so etwas wie eine unvorstellbar mächtige Wunderwaffe besaßen, was die Amerikaner veranlasste, etwas Vergleichbares entgegensetzen zu wollen, also der Frage der Kernspaltung nachzugehen. Durch die logistischen Anstrengungen Vannevar Bush, der gleich zu Anfang eine Art von Strahlungslabor am MIT initiierte, aber eben auch in San Diego ein Unterwasserlabor erzeugte, kam die Geschichte relativ, nach schleppendem Anfang, relativ gut voran. Das Hauptmoment war eigentlich das
Das Manhattan Project etwas bisher Präzedenzloses darstellte. 150.000 Menschen, die unter dem Zustand äußerster Geheimhaltung operierten. Das führte dazu, dass Leslie Groves nicht mal ein reguläres Konto besaß, sondern dass er gewissermaßen auf dunklen Kanälen an allen Ministerien vorbei die Logistik zu bewerkstelligen hatte. Aber vor allem war für das Projekt entscheidend, dass eine solche Arbeit eigentlich nicht mehr von einem kleinen Team oder von wenigen Menschen bewerkstelligt werden konnte, sondern dass ganz viele Einzelheiten zusammengetragen werden mussten. Gewissermaßen der Zerstörungskraft in materieller Form entspricht eine ebensolche Zusammenballung von Intelligenz auf der anderen Seite. Und von hier, unter diesem Blickpunkt, also verstehen wir das Projekt, das gewissermaßen Vannevar Bush durch den ganzen Krieg begleitet hat und das als Modell eigentlich eines ersten Computers kurz nach dem erfolgreich absolvierten Trinity-Test im Atlantic Monthly zu bestaunen ist. Denn hier führt Vannevar Bush sozusagen eine Form der Weltintelligenz, eine soziale Plastik vor, die vorwegnimmt, was wir heute in Gestalt eines Desktop-Computers in materieller Form vor uns haben. In Bushs imaginärer Maschine, die er Memex getauft hat, wobei Memex für das Gedächtnis steht, sitzt der Nutzer vor einem Bildschirm. Auf diesem Bildschirm sind mehrere Fenster zu sehen und diese Fenster wiederum stehen für unterschiedliche Dokumente. Mit Hilfe eines Joysticks kann der Nutzer ein Dokument je nachdem vergrößern, verkleinern, auf eine gewisse Größe bringen und auf dem Bildschirm organisieren. Ein Dokument ist dabei keine geschlossene Entität mehr, sondern der Nutzer kann mit seinem Keyboard ein Dokument mit Annotationen und Anmerkungen versehen. Das heißt, dieses Dokument ist zu verstehen als eine Art von Kommunikationsvorschlag, der einen Diskurs auf den Weg bringt. Dieser Diskurs wiederum soll in das Projekt, in die allgemeine Datenbank selbst wiederum eingespeist werden können. Damit der Nutzer auch seinerseits in dieser Flut von Informationen eine Art von Übersicht bewahrt, hat er die Möglichkeit, ein Dokument auf einen Index zu setzen. Er kann also Dokumente als Einheiten zusammengruppieren und sich mit ihnen intensiver beschäftigen. Damit er seinerseits die Gelegenheit hat etwas in das System einzuspeisen, besitzt der Memex-Apparat einen Scanner. Dieser Scanner verwandelt einen getippten Text in eine Art von Mikrofisch und dieser Mikrofisch wird der allgemeinen Datenbank einverleibt und damit der Gemeinschaft zugänglich gemacht. Wir sehen, wenn wir das in dem Kontext des Manhattan Projects sehen, also des Baus der Atombombe, dass in dem Maße, in dem man die Materie gewissermaßen partikularisiert, in Einzelteile aufgehen lässt, es auf der anderen Seite die Notwendigkeit gibt, das verstreute, partikularisierte Wissen, das kein Mensch allein in seinem Kopf haben kann, gewissermaßen zu bündeln. Es entsteht also als Antwort auf die Partikularisierung die Notwendigkeit einer Weltintelligenz. Tatsächlich nimmt Vannevar Bushs Memex-Apparat sozusagen die euphorische Antwort der Wissenschaftler auf das Internet vorweg. Als man in den 90er Jahren etwa das Internet in die Welt setzte, begriffen es die Wissenschaftler als eine Art von Superintelligenz, als Weltintelligenz, in der endlich das verstreute Wissen der Welt gebündelt werden könne. Im gleichen Jahr, in dem As We May Think erscheint, in dem also Vannevar Bush seine Vision des Desktop-Computers darlegt, erscheint ein weiterer Text, der betitelt ist Science, the Endless Frontier. Ein Text, der in seiner Bedeutungskraft gar nicht unterschätzt werden kann.
Hier wird die gewissermaßen in einer Blaupause des Wissenschaftsprogramm dargelegt, das zur Herausbildung des militärischen industriellen Komplexes geführt hat und Amerika zu einer Weltmacht, zur Superpower hat werden lassen. Ohne die allgemeine Akzeptanz der darin enthaltenen Ideen wäre es nicht zum Luftüberwachungssystem von SAGE gekommen, nicht zur Gründung der DARPA, die das Internet letztlich auf den Weg gebracht hatten, auch nicht zum Mondflugprogramm der NASA, welches die Welt mit einer Armada von Satelliten bestückt hat und damit jenen planetaren Blick auf die Welt ermöglicht hat, mit dem wir heute gewissermaßen selbstverständlich umgehen. Nun, interessant ist, dass Vannevar Bush das Projekt der Frontier ins Spiel bringt. Also jenes Projekt, das so fundamental ist für die Herausbildung der amerikanischen Nation. Das man also immer über die Grenze hinaus will, immer weiter westwärts nach Kalifornien. Allerdings bedeutet diese Frontier nicht mehr eine geografische Grenze, sondern eine geistige Grenze, ein Weltverständnisprinzip. Damit wiederholt sich eigentlich, was wir an verschiedenen Stellen schon eingeführt haben, diesen alten romantischen Gedanken, nach innen geht der geheimnisvolle Weg, also ins Geistige hinein. Die Frontier ist Weltverständnis und die Wissenschaft wird das je gültige Weltverständnis überkommen können. Und dieses Spiel geht immer weiter. Science, the endless frontier. Nun, ein Advocatus Diaboli könnte, wenn er denn auf unsere Computergeschichte an dieser Stelle zurückschaut, durchaus die Meinung sein, dass wir es hier mit einem eigentlich katastrophalen Programm zu tun haben. Nehmen wir den Genozid der Nazis, nehmen wir die Frage der Atombombe. Man könnte förmlich fragen, welche Schrecklichkeit eigentlich nicht durch diese Maschine in die Welt gesetzt worden ist. Allerdings würde diese Betonung des Destruktiven, der sich auch Robert J. Oppenheimer nicht entziehen konnte, als er angesichts der Schrecken, die die Atombombe verursachte, sagte, ich bin zum Tod geworden, zum Zerstörer der Welten. Angesichts dieser negativen Dimension könnte man jedoch geneigt sein, einen eigentlich nur dunklen Blick auf die Welt zu werfen. Damit würde man allerdings die besseren Seiten unserer Natur, die besseren Engel unserer Natur einfach aus der Welt heraus eskamotieren. Oder wenn wir nochmals Robert J. Oppenheimer zitieren wollten, wäre zu sagen, dass man die Welt nicht so sehen soll, wie sie ist, sondern wie sie sein könnte. Dass genau dieser Konjunktiv eben auch durch den Computer in die Welt gesetzt worden ist. Also wir erleben eine Maschine, die einer Welt den Chaos macht, auf der anderen Seite, die eine utopische Freiheitsdimension in sich birgt. Dass man die Welt nicht so nehmen muss, wie sie ist, sondern dass sie eine veränderbare, geistige, eine verbesserungswürdige Größe darstellt. Immer weiter der Weltintelligenz entgegen. Thank you.
Musik.